Wie soll ich als Student am besten in der Vorlesung mitschreiben? Das ist so eine der häufigsten Fragen, die wir auch gestellt bekommen. Und die meisten gehen so vor, dass sie entweder Zusammenfassung schreiben, dazu habe ich ja letzte Woche schon ein Video auf diesem Kanal gemacht, oder dass sie in das Vorlesungsskript schreiben. Und heute möchte ich mal dieses Thema ansprechen. Und wenn du gerade dich selber dabei ertappst, dass du auch noch in das Vorlesungsskript reinschreibst und da so deine Notizen machst, dann solltest du unbedingt dir dieses Video anschauen, weil ich werde dir einmal erklären, warum das wahrscheinlich nicht so die beste Methode ist und wie du stattdessen vorgehen solltest, um im Endeffekt bessere Noten mit weniger Aufwand schreiben zu können. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Arab YouTube-Kanal. Ich bin Niklas, ich habe mein Abitur mit 1,0 abgeschlossen und auch die letzte Klausurenphase mit einem Einzelschnitt abschließen können. Und generell auf diesem Kanal findest du Videos rund ums Thema Studienerfolg, also wie du bessere Noten mit weniger Aufwand schreibst und dein Studium auch so sinnvoll aufbaust, damit du die besten Berufschancen nach dem Studium hast. Ich denke mal, das Vorlesungsskript sich einfach aufs iPad zu laden und dann einfach zu beschriften oder vielleicht sogar noch ganz altmodisch, sage ich mal, das Skript auf Papier auszudrucken und dann zu beschriften, ist so, denke ich, so die häufigste Notizmethode, wie die meisten Studenten vorgehen. Und ich meine, die Vorteile liegen ja ganz gut auf der Hand. Weil an sich ist es erstmal relativ einfach vorzugehen, ist ziemlich intuitiv, okay, der Professor geht auch das Skript durch, erwähnt vielleicht auch noch Sachen, die nicht im Skript stehen und dann schreibe ich die einfach mit. Es ist also auch ziemlich unkompliziert, es geht schnell und am Ende der Woche hat man ja dann eine gesamtheitliche Zusammenfassung mit allen Informationen, die man ja wissen muss, wenn es dann auf die Klausur zugeht. Also eigentlich sollte das, ja, klingt das ja erstmal ganz gut und das ist, denke ich mal, so, das sind so die Gründe, warum die meisten das machen. Aber die Frage ist, wie sinnvoll ist das denn im Ganzen gesprochen? Weil wenn man sich mal fragt, was ist denn überhaupt der Sinn von Notizen oder warum schreibe ich dann überhaupt in der Vorlesung mit? Was ist der Sinn davon, warum ich überhaupt viel mitschreibe? Dann gibt es im Grunde zwei Hauptaspekte, warum wir das Ganze überhaupt machen. Wir wollen einmal das Wissen besser abspeichern, was gesagt wird. Also einmal, indem wir es auch aufschreiben nach dem Motto von der Hand in den Kopf, dass es direkt besser bei uns auch hängen bleibt und wir das nicht so oft nochmal neu lernen müssen. Und es soll uns natürlich auch das Wiederholen erleichtern, indem wir es ein wenig kompakter zusammenschreiben, indem wir im Nachhinein, ein paar Wochen später oder in der Klausurvorbereitung einfach nochmal eine ganzheitliche Zusammenfassung haben oder einfach nochmal alle Informationen auf dem Papier haben, weil wir ja die Vorlesung, wenn die vorbei ist, ist die Information, wird ja nicht nochmal vom Professor wiederholt. Deswegen müssen wir das selber wiederholen und unsere Notizen sollen uns dann bei dem Wiederholen das Ganze erleichtern. Aber wie sieht es da denn aus, wenn du in das Vorlesungsskript reinschreibst? Also einmal beim Wissen abspeichern. Frag dich mal ehrlich, wie viel von dem, was du in die Folie mit reingeschrieben hast, hast du sogar nur zwei Tage später, wie viel hast du davon noch im Kopf? Und reden wir mal davon eine Woche später, wenn die nächste Vorlesung kommt. Wie viel ist davon dann noch im Kopf von dem, was du in die Skripte mit reingeschrieben hast? Und da ist eher das Problem, dass so gut wie nichts behalten wird. Ich meine, ich habe das selber früher auch gemacht, zu Beginn von meinem Studium, habe das selber ausprobiert und immer mitgeschrieben. Aber einfach gemerkt, hey, so nach ein paar Tagen ist das schon wieder alles weg, was ich da geschrieben habe. Also so richtig das Wissen abgespeichert oder mir helfen mäßig von der Hand in den Kopf, hat das nicht so richtig für mich funktioniert. Und das ist auch das, was wir von den meisten Studenten hören. Und erleichtert uns das Wiederholen mit dem ganzen Skript. Auf der einen Seite natürlich hat man dann eine Zusammenfassung oder alle Folien mit allen wichtigen Informationen. Aber das Wiederholen zu erleichtern, tut es nicht, weil an sich jedes Skript ist unterschiedlich von Modul zu Modul, vielleicht mindestens 30 Seiten, wenn nicht sogar 60, 70, 80, 100 Seiten lang. Und dann so viele PDF-Seiten an Notizen durchzugehen, wo vielleicht ein paar Stichpunkte von dir selbst noch dazu addiert sind, erleichtert dir das wirklich, das Wiederholen, das dann nochmal durchzugehen? Weil gerade wenn das so ein Riesenumfang ist, und das hatte ich auch in dem letzten Video über Zusammenfassung angesprochen, wenn du einfach solche Riesenmengen an Zetteln und an Texten nochmal durchlesen musst, dann wird das enorm zeitaufwendig und führt eben dazu, dass du dann hinten raus eher gestresst bist und eben nicht alles nochmal so gut wiederholen kannst. Also, um das mal zusammenzufassen, in das Vorlesungsskript zu schreiben, hilft uns weder, das Wissen noch besser abzuspeichern. Klar haben wir dann alles mal gesammelt, aber das ist ja so der unterste Schritt, der, sag ich mal, so der erste Schritt, der gegangen wird. Aber hilft uns überhaupt nicht, das irgendwie besser im Kopf zu behalten. Und es erleichtert uns auch nicht das Wiederholen, sondern eher macht uns hinten raus enorm viel Aufwand, weil wir nochmal alle Vorlesungsfolien durchgehen müssen, schauen müssen, wo haben wir jetzt noch Stichpunkte dazu addiert. Und häufig ist es ja auch so, dass die Vorlesungsfolien, klar, steht da auch irgendwo alle Informationen drauf,
aber es ist halt auch so aufgeschrieben, wie es der Professor versteht und nicht, wie es du verstehst. Das heißt, wenn du dann ein paar Wochen später oder sagen wir in der Klausurvorbereitung nochmal die Vorlesung 3, 4, 5 nochmal anschaust und das sind so Themen, die sich vielleicht nicht nochmal wiederholt haben, dann wird das oftmals auch schon sehr schwer, das Ganze dann noch zu wiederholen oder zu verstehen, was überhaupt in den Folien gemeint ist. Und dann braucht man nochmal sehr viel Zeitaufwand, nochmal nachzulesen, viel mit anderen zu sprechen, was denn da jetzt überhaupt gemeint wurde. Also wir haben dann eher eine Unmenge an Seiten von Notizen zum Wiederholen, was es auch uns eher erschwert. Das heißt, so als Fazit, was es so bei, wenn es darum geht, die Vorlesungsfolien einfach zu beschriften, ja, es ist einfach, es geht schnell, es geht unkompliziert, aber an sich, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt nicht einfach nur gerade so durchs Studium durchstolpern und vielleicht vermeiden, durchzufallen, dann bringt es dir nicht wirklich was, sondern dann baut es dir eher noch mehr Aufwand hinten rauf aus, hinten raus auf. Und das ist eben ein Riesenproblem. Das heißt, wenn wir es uns einfach immer einfach machen, dann wird es uns hinten raus schwerer. Aber wenn wir natürlich schauen, in der Vorlesungszeit schon aktiver dabei zu sein, auch da ein bisschen mehr Aufwand einzubauen. Und das ist das, was du eher machen willst. Du willst in der Vorlesungszeit aktiver sein beim Schreiben. Du darfst, also wenn du so passiv immer dabei bist, sag ich mal, einfach nur die Folien alles so mitliest und dann einfach so ein bisschen das noch extra beschriftet, das ist eine sehr passive Vorgehensweise, Notizen zu schreiben. Wir wollen aber wirklich schauen, dass wir schon in der Vorlesungszeit, wenn du sagst, du möchtest bessere Noten schreiben und auch mal weniger Aufwand haben, musst du aktiv dabei sein und aktiv das Wissen verarbeiten. Das heißt, dass du nicht einfach nur alles mitschreibst, sondern eben aktiv mit dem Wissen arbeitest. Wenn du dann nochmal genauer wissen willst, wie du das genau angehen solltest in deinem Studium, dann kannst du uns mal gerne auf Instagram eine Nachricht mit Notiz schreiben, denn wir haben mal eine PDF zusammengestellt, die mal dir klar vorgibt, wie du denn deine Notizen effizienter in der Uni schreibst. Und wenn du mal genau wissen willst, wie so ein ganzes Lernsystem für deine ganze Uni mal aussehen kann, weil du jetzt festgestellt hast, dass die letzten Semester alle nicht so gut liefen und du auch schon vieles ausprobiert hast, auch viele verschiedene Tipps auf YouTube ausprobiert hast, aber alles nicht so richtig mal geklappt hat und du mal nicht richtig eine große Verbesserung siehst, dann kannst du dich auch mal gerne unten für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns eintragen. Da kommen wir dann mal kurz ins Gespräch. Ist alles kostenlos und unverbindlich, aber kommen wir einfach mal ins Gespräch, geben dir ein paar individuelle Tipps mit und du hast die Möglichkeit auf eine 90-minütige kostenlose Beratung mit einem unserer Experten, der dir mal einen genauen Schritt-für-Schritt-Plan mitgibt, wie du deine Ziele im nächsten Semester erreichen kannst. Genau. Also du kannst entweder gerne mal auf Instagram vorbeischauen, die Notiz-PDF anfordern oder gerne mal auch auf unserer Website dich mal umschauen. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg in den nächsten Wochen, in den nächsten kommenden Semester. Und dann sehen wir uns in einem der kommenden Videos. Bis dahin, Niklas. Ciao.